Freunde, wir haben heute mal was ganz Besonderes. Judith Williams, ich glaube, das ist einer der teuersten Adventskalender des Jahres, aber irgendwie ist er doch ganz besonders. Wir testen heute den Judith Williams Make-up Adventskalender und schauen, was hier drin ist. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sehr gespannt. Ich habe große, große Hoffnung, dass Judith hier was Gutes zusammengebastelt hat. Wir haben den Judith Williams Adventskalender. Es gibt dieses Jahr drei verschiedene. Man kann ihn auf der Webseite bestellen. Und es gibt drei. Den Classic-Adventskalender, den Make-up-Adventskalender und sogar einen Premium-Adventskalender. Der ist dann aber deutlich teurer. Und das hätte ein bisschen das Budget des Videos gesprengt. Wir schauen mal, was der Make-up-Adventskalender kann. Ihr wisst es, ich bin großer Judith Williams Make-up-Fan. Sie hat wirklich großartige Produkte, auch was die Pflege angeht. Und ich kenne aber nicht alle Produkte. Und ich habe die Hoffnung, dass mir dieser Adventskalender so ein bisschen die Marke etwas näher bringt und mir vielleicht auch Produkte gibt, die ich vielleicht so selber noch nicht zu Hause habe. Deswegen schauen wir mal, was das Ganze kann. Kalender kommt in dieser Box mit diesen Säckchen. Ich habe auch gesehen, man kann ihn auch ohne Säckchen bestellen. Dann ist er sogar ein bisschen günstiger, aber dann hast du halt einfach eine Mystery Box. Ne? So hast du wirklich schon die Säckchen hier mit drin. Ich weiß auch nicht, ob die Produkte in den Säckchen numerisch geordnet sind. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr den jetzt bestellt, ob in der 19 auch wirklich dasselbe Produkt ist wie bei mir, weil das wird händisch gemacht. Ne? Das macht keine Maschine, sondern da wird dann jemand sitzen und wird dann 24 Produkte in die Säckchen füllen. Wir schauen einfach mal, was drin ist. Die Säckchen fühlen sich wirklich gut an. Das ist so Satin. Die kann man auch super gut wieder benutzen. Und wir starten. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und uns einen schönen Kommentar da lasst, denn das hilft uns am meisten. Und ihr steigert damit eure Chance, dass ihr einen von 24 Adventskalendern des Jahres gewinnen könnt, den ich für euch zusammenstelle. Wir starten direkt mit einer Eyeshadow-Palette. Judiths Eyeshadow-Palette mit Farbintensität, seidigem Finish und Pflege. Das ist doch mal eine Alltagspalette. Wir haben wirklich sanfte Farben, drei matte und einen zart schimmernden Farbton, lässt sie unzählige zeitlose Looks kombinieren und hier soll wohl auch Pflege mit drin sein. Sieht sehr spannend aus. Das Ding habe ich gerade verloren, das ist so ein kleiner Schwämmchenapplikator. Ihr kennt ja meine Meinung zu den Schwämmchenapplikatoren, aber das war kein eigenes Türchen. Also ist das schon mal, da kannst du nur gewinnen, wenn das Ding nicht als eigenes Türchen wie in dem Smile Adventskalender drin ist. Ist eine sehr schöne alltagstaugliche Palette, würde ich sagen. Weiter geht es mit einem Mattifying Powder. Das ist Mattierend Soft Focus Effekt mit Hyaluron. Das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Das kenne ich tatsächlich schon. Mag ich super gerne. Ja, es ist farbgebunden, aber es ist halt kein Concealer. Ne? Also das kann man, können einige, nicht alle, aber einige mehr als einen Concealer benutzen. Ich bin kein Fan von farbgebundenen Produkten, bin ich ehrlich mit euch. Aber das ist an sich ein gutes Produkt. Ne? Also für mich, ich kenne ja einige Produkte, ist das erstmal in Ordnung. Ich mag das irgendwie ganz gerne mit den Säckchen. Die kann man bestimmt toll aufhängen. Wir haben ein Plumping Lip Gloss mit Shiny Finish, Feuchtigkeit und Volumen. Er soll so ein bisschen plumpend sein. Auch eine sehr, sehr gute Formulierung, wie ich finde. Ist in der Farbe 461. Ist so ein zarter, beigiger Newton. Ist, glaube ich, sehr tragbar für viele. Weiter geht es mit dem Easy and Fast Eyebrow Styler. Den kenne ich persönlich noch nicht. Der soll sogar wasserfest sein. Eine pflegende Formel, starker Halt. Damit kann man die Augenbrauenhärchen so ein bisschen in Form bringen. Oder, wofür ich die Dinger ganz gerne benutze, sind so für diese kleinen Erpellöckchen hier. Wenn man die so ein bisschen in die richtige Form bringt und ein bisschen an den Haaransatz andrücken kann. Sehr, sehr spannend. Und da sind wir dann halt bei dem Punkt, ne, dass man Produkte einfach kennenlernen kann, die man vielleicht selber noch nicht kennt. Wir haben hier einen Long Lasting Brow Tint. Ich habe den sogar heute benutzt. Sehr, 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 sehr gut. Der hat eine etwas dickere Spitze. Damit kannst du die Augenbraue recht gut füllen oder du kannst auch so einzelne Härchen mit reinbringen. Der ist nicht so fein wie der von NYX beispielsweise, mit dem du wirklich so ein einzelnes Härchen ziehst, aber du kannst damit grob die Augenbrauen auffüllen. Habe ich tatsächlich heute benutzt, mag ich sehr gerne. Ich habe ihn in der Farbe Brown, denke ich. Hier ist er in Dark Brown. Werde ich wahrscheinlich sogar austauschen, weil ich glaube, der ist hier in hellbraun. Ich freue mich, weil ich einfach hier ein paar neue Produkte kennenlernen kann. Wollt ihr nochmal, schreibt mir das gerne mal, bevor ich die in die Verlosungskiste packe, ob wir hiermit nochmal ein Full-Face Judith Williams Make-up machen, weil wir da natürlich jetzt wirklich für deutlich weniger Geld viel mehr Produkte bekommen haben. Ich glaube, das Puder kostet alleine schon 15 Euro. Ne? Also der Warenwert wird da weit hinübergehen. Wir haben hier ein Liquid Lipstick in einer sehr schönen herbstlichen Farbe, muss ich sagen. Ich muss sagen, Judith Williams ist für mich eine Marke, die sehr erwachsen ist. Ne? Klar, Judith Williams macht keine Make-up-Produkte für 12-Jährige, sondern für wirklich erwachsene Frauen, die im Leben stehen, so ungefähr, und vernünftige Farben haben, die einfach tragbar sind, was eher meinem
meinem Geschmack so ein bisschen entspricht. Deswegen bin ich dem natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen zugetan, bin ich ehrlich. Wir haben einen Moisturizing Foundation Stick. Na, guck mal. Also Foundation Sticks finde ich schwierig, weil das ist farbgebunden. Ich werde den trotzdem mal testen. Der könnte, na, vielleicht ist er für mich ein bisschen zu hell, ne? Krass, der hat aber Deckkraft. Sehr viel Deckkraft, krass. Ja, also abgesehen davon, dass es von farbgebundenes Produkt ist, muss ich das natürlich testen. Das kenne ich jetzt nicht. Bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen damit gemacht. Das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schade, wenn Produkte so farbgebunden sind. So ein Puder ist noch ein bisschen flexibler als eine Foundation. So, wir machen weiter mit dem Peachy Pearly and Golden Glow. Großartiges Produkt, habe ich tatsächlich hier sogar liegen. Das ist so ein Blush-Finishing-Puder, ist ganz spannend. Ist ein sehr zarter, peachiger Ton und der Teil hier ist so ein bisschen wie Yin und Yang. Kannst du sehr, sehr gut als Puder benutzen, um das Gesicht zu mattieren, aber nicht matt zu machen, sondern um ihm so einen Glow zu geben, um das Make-up zu fixieren. Mag ich sehr, sehr gerne. Das habe ich aber schon. Wir haben eine Lift Me Baby Mascara mit Peptiden, Forming Technology, Lifting Effekt und intensive Farbe. Ist eine Full-Size-Mascara. Bis jetzt sind das alles Full-Size-Produkte. 90 Euro dafür? Ich will jetzt mal kurz nach den Preisen schauen. Also alleine dieser Blush hier kostet 10 Euro. Da sind wir jetzt schon bei 20 Euro. Bei zwei Türchen. Wir machen weiter. Wisst ihr, worüber ich mich gerade am meisten freue? Aber das ist jetzt nur so ein Adventskalender-Video-Ding, dass es keine Geräusche macht. Diese Säckchen. Wir haben One for All Lips, Cheeks and Eyes. Einen Stift. Was ist das? Das sieht sehr spannend aus. Das ist so ein perlmuttiger Stift, den man für überall benutzen können soll. Mache ich jetzt natürlich nicht. Der sieht so ein bisschen aus wie der Diamond Bomb von Rihanna. Hat so ein bisschen Glitzer mit drin. Weiter geht es mit einem Lippenstift aus der Hyaluron-Reihe. Der Boost Lipstick Intensität, Farbe und Fülle. Kann ich jetzt nicht aufmachen. Ist in so einem, ja, leicht nudigen, so ein bisschen aprikotfarbenen Ton. Die Lippenstifte sind sehr, sehr gut. Mein Liebster ist tatsächlich der aus dieser Aqua-Reihe. Ja, wir haben jetzt auch mal ein Füllerprodukt, würde ich sagen, aber ein gutes Füllerprodukt. Der ist so ein bisschen inspiriert von den IT Cosmetics Brushes. Ein zweiseitiger Pinsel, Profi-Pinsel für Puder und Highlighter mit verschiedenen Größen. Also einmal hier einen etwas kleineren und einen etwas größeren, um verschiedene Sachen zu machen. Das ist süß. Das ist wirklich süß. Wir haben zwei Beauty-Sponges in so einer Herzform. Ich kann mir vorstellen, dass der extra angepasst wurde an den Weihnachtskalender, ne? Passt auch zum Thema Make-up, muss ich sagen. Oh, ich glaube, ich bin jetzt in der Füller-Kategorie gelandet, hier in der Kiste. Ich denke mal, das ist so ein Abschminktuch oder so. Aber ist okay, also es ist jetzt kein, ne? Ich muss es dazu sagen. Ja, er kostet 90 Euro, aber ja, die Marke ist ja auch an sich schon teurer. Und nein, wir hatten nicht einfach ein kleines Augenbrauenschwämmchen damit liegen. Und es sind alles Full-Size-Produkte. Wir haben nochmal einen aus dieser One-For-All-Reihe. Ein Lip, Cheek and Eye-Produkt. Sehr, sehr schöne Farbe. Geht so ein bisschen in die kupfrige Richtung. Super tragbar, glaube ich. Also bis jetzt kannte ich persönlich auch nur zwei Produkte. Oder drei vielleicht. Sehr, sehr gut. Ich mag das mit den Säckchen ganz gerne. Ich stelle mir das vor, dass man den vielleicht schön aufhängen kann oder so. Einem Lippenkonturenstift, auch hier in so einem klassischen Nude-Ton, sehr tragbar, wirklich für viele, viele Leute. Ziehen Sie die Lippenkontur mit dem Lip Liner nach dem Füllen. Sie gesamte Lippen aus, anschließend gewünschte Lippen. Noch ein Lippenstift, aber diesmal in einer deutlich, deutlich dunkleren Farbe. Auch hier wieder nicht so nah aneinander. Schaut mal, das sieht schon unterschiedlich. Sieht man das in der Kamera? Ja, es sind auf jeden Fall komplett unterschiedliche Farben, 467 und 691, da ist einiges mit dazwischen. Sehr, sehr schön, auch hier wieder alles so ein bisschen tragbar. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist nicht tragbar, also das ist nicht tragbar gemacht, glaube ich, damit es basic ist, sondern man muss natürlich auch so ein bisschen zielgruppenorientiert denken. Ne? Sind das Produkte für jemanden, der 90 Euro für einen Adventskalender von Judith Williams ausgibt, würde ich jetzt persönlich sagen, noch eine Foundation. Aber sagen wir so, sie ist in einer anderen Farbe zumindest. Tarn Perfection Soft Coverage Cream Lichtschutzfaktor 15. Ich muss dazu sagen, nein. Es tut mir wirklich leid, weil ich kann nicht auf einmal hier sagen, ja, das ist okay. Es ist nicht okay, farbgebundene Produkte wie Foundations damit drin zu haben. Bei so einem Augenbrauenstift denke ich mir, okay, eine Foundation an sich online so eine Farbpräferenz ausgeben kann. Hell, mitteldunkel. Das wäre, glaube ich, dann okay, dass man so einen groben Versuch hat, denn wir haben auch hier eine weitere Foundation mit drin. Einfach wahrscheinlich nicht so benutzen kann, aber es sind zumindest drei verschiedene Farben. Wir haben
einen weiteren Liquid Lipstick, aber das ist meine Farbe, würde ich sagen. Das ist eine Knallerfarbe im Vergleich zu der anderen. Die sind auch weit auseinander und du hast einfach verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass man die beiden auch sehr gut kombinieren kann. Den außen und den in der Mitte so ganz leicht draufgetupft. Spektakulär. Und zu guter Letzt haben wir hier die Lengthening Mascara. Die kenne ich Tatsache auch, ist mit Rizinusöl, maximale Länge, Wimperndefinition und intensives Schwarz. Ha, ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, bin ich ehrlich, glaube ich, merkt er, ne? Also, 90 Euro ist zwar eine Menge Geld, aber nicht unbedingt für diese Marke und 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 wirklich dekorative Produkte, die alle um die 10 Euro kosten, Pi mal Daumen, manche mehr, manche weniger, ne? Das wären schon 200 Euro, klar, es sind so ein paar Füllerprodukte mit drin, die ein bisschen Abwechslung, glaube ich, reinbringen, was ich in dem Fall aber gar nicht so schlimm finde, weil es alles ein bisschen passt, außer jetzt vielleicht dieses Gesichtreinigungspad, das ist jetzt nicht unbedingt meins, aber du hast einen Pinsel, du hast zwei Schwämme, du hast so ein Reinigungsprodukt, das ist schon okay, damit kann ich, glaube ich, leben, weil es einfach dazu passt, es ist auch alles angepasst an dieses Design und an Judith Williams. Was mich persönlich ein bisschen stört, sind wirklich diese farbgebundenen Produkte. Da bin ich ehrlich, weil das einfach nicht so inklusiv ist. Das ist einfach nur, da kann ich nichts anderes als sagen, dass ich das nicht so gut finde. Nichtsdestotrotz hast du aber wirklich viele verschiedene Produkte und ich persönlich habe einige Produkte, die ich jetzt hier sehe und sage, boah Mensch, darüber freue ich mich. Die kann ich testen. 90 Euro für das Handgepackte, was es ja ist. Ne? Das wurde in Säckchen gepackt, das wurde zusammengemischt. Finde ich das eine gute Sache. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei allen immer so ein bisschen unterschiedlich ist. Dass vielleicht jemand mal eine andere Farbe hiervon hat oder jemand eine andere Farbe hiervon hat. Einfach, dass so ein bisschen Variation mit drin ist. Da bin ich sehr gespannt, was ihr zu dem Adventskalender sagt. Schreibt mir dazu gerne einmal eure Meinung mit rein. Ich persönlich würde gerne nochmal ein Full-Face Judith Williams machen. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bis zum nächsten Mal.